party. Schön feucht. Es ist keine Grippe, aber er ist nicht glücklich. Tja, da ist nichts zu machen. Komm schon, jetzt lach doch mal ein bisschen, Bär. Haus. Sei nicht traurig, ich hol dir welchen. Schön hier bleiben. Bären brauchen eine Menge Honig, damit sie glücklich sind. Thank you.
wieder. Oh, sogar ohne Honig? Wo gibt's denn sowas, Bär? Mach dir keine Sorgen, es ist schon gut. Mit Honig zu tun zu haben, ist auch eine klebrige Angelegenheit. Nicht vor dem Frühling wecken. Vielleicht hört's auf, wenn wir jetzt was essen. Ah!
Was ist das denn für ein tolles Gerät? Oh? Hm? Oh, ich hätte nie gedacht, dass ich sowas von cool aussehen kann. Na gut, wo hänge ich das Foto am besten auf? Ich muss unbedingt auf den Bären fotografieren. Bär! Bitte lächeln! Ups. Am besten ich gehe schnell raus und fotografiere was in der Natur. Lächeln.
essen. Schön lächeln. Deins und deins. Hallo, Jungs. Bitte mal lächeln. Wo seid ihr denn alle? Wo sind die bloß alle hin? Woof!
Wer bist du denn? Nochmal! Nach Hause. Sollten. Du machst einfach klebrige Hafergrütze. Ich gehe mal zu den Nachbarn, denn unsere Nachbarn haben immer einen Vorrat an Leckereien bei sich zu Hause. Nicht würzig genug. Nicht süß genug. Die ist zu holzig. Hier gibt's auch nichts Anständiges zu essen. Wiedersehen. Guten Morgen, guten Morgen. Ich will einfach leckeres Zeug. Der ist aber sauer. Aber bitter. Weg damit. Dieses Ding kann man unmöglich essen. Hm.
euch gibt's gerade Mittagessen. Ich hab dich. Nein, noch nicht reif genug. Nein, das lohnt sich nicht mal, um es zu probieren. Wo hat sich denn mein kleines Baby versteckt? Wo könnte meine kleine Rosi sein? Es schmeckt fast wie ein Radiergummi. Versteckt. Vielleicht sollten wir uns bloß etwas genauer umsehen. Ich hab was! Leute, Leute, wartet doch mal! Jungs, aber es hat doch... Seht ihr den Ring? Das ist wohl abgelaufen. Ich bin wirklich zu bedauern. Ich verhungere schon, siehst du das nicht? Oh, was ist das? Es duftet voll lecker. Hafergrütze! Na, das ist mal was richtig Gutes. Hafergrütze. Mit leckeren Klümpchen. Vor Mäusen und warum? Ah!
Freunde. Heute sehen wir uns Zeichentrickfilme an. Aber nicht nur zum Zeitvertreib. Wir tun damit auch etwas für unsere Bildung. Und dabei lernen wir, wie man sinnvoll fernsieht. Ihr glaubt doch nicht etwa, dass Zeichentrickfilme nur zum Lachen da sind. Da täuscht ihr euch gewaltig. Es gibt Zeichentrickfilme, die haben eine Pädagogie, also eine Botschaft. Dann gibt es andere, die einfach nur albern sind. Die einen zeigen euch den Unterschied zwischen klugen und dummen Ideen. Die anderen wollen einfach nur eure Lachmuskeln reizen, ohne Lernerfolg. Und nun lasst uns anfangen. Und wieder mal macht das Wetter der Bildung einen Strich durch die Rechnung. Dann muss ich wohl den Bären besuchen. Manchmal muss man sich sehr hoch hinaufschwingen, wenn man erklären will, was der Unterschied zwischen klugem und dummem Zeichentrick ist. Trickfilme!
Das da ist schlecht für die Bildung. Und das da ist zum Lernen völlig ungeeignet. Und das da ist der Schwachsinn persönlich. Das ist vielleicht ein Quatsch. Nein, aus diesem Trickfilm kann man nicht das Geringste lernen. Aber lustig, das ist wirklich zum Kaputtlachen. Jeden Tag. Kindlein, bloß hin? Hat es sich versteckt? Ich suche es morgen früh mit frischer Kraft.
Meinem armen kleinen Schweinchen muss etwas passiert sein. Ihr bleibt schön hier und spielt. Ich gehe nur mal schnell etwas besorgen. Ganz sicher, dass du dich nicht ein bisschen dabei verkühlt hast? Hab keine Angst, mein Liebling. Mama wird dich schnell wieder gesund machen. Ein Arzt?
Wir tauschen. Das gehört mir. Ah, oh, hier sieht's ja echt cool aus. So, liebe Wölfe, antreten zur Untersuchung. Wo tut es denn weh? Mach dein Maul auf. Also, Lippen gut, Zähne gut und die Zunge? Und eins und zwei und eins und drei ist nur ein Nervenzusammenbruch. Thank you.
Notarzt gerufen? Aha, anpacken und das Auto zurückschieben. Ta-tü-ta-ta-ta-tü-ta-ta. Nehme Mascha für ein Fass Honigwein zurück. Hey, Patient, anhalten! Tada! Patient, komm sofort zurück! Gebrauchen. Damit werde ich sicher gewinnen. So, hast du jetzt Angst, Häschen? Fliegen. Ah! Hilfe! 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 Ah! Ah! Kannst du nicht ein bisschen tiefer fliegen? Hör, du
Honigbesen. Und jetzt fliegen wir ganz langsam weiter. Oh, ich bin eine super gute Fliegerin. Zum Bärenhaus. Los geht's. Der Hexenbesen. Und jetzt probiert